Einen wunderschönen, seid gegrüßt. Ja, ich bin hier mitten im All in so einer Atlasstation. Die habe ich durch Zufall entdeckt und das zeige ich euch mal kurz. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder. So, dann wollen wir hier mal reinfliegen, diese Anomalie. So, mal gucken, was es hier für mich gibt. Eieiei, da stehen Leute. Hallo. Ist das Reisender? Ist das erster oder letzter so oder so ein Vergnügen? Ich bin Priester Enedit. Na, der andersartiger Kovacs, aber Initien müssen Geheimnisse bewahren. Ja. Das elektronische Wesen starrt mich durch seine dunkle Maske an. Ich werde das Gefühl nicht los, es irgendwo schon einmal getroffen zu haben. In der gesamten Station ist eine seltsame und nervenaufreibende Frequenz zu hören. Nada sagt mir, dass wir am Ort zwischen den Welten sind, im Herzen der Anomalie. Er kann mir den Willen des Atlas näher bringen. Er bietet mir an, mir den Weg zum Herz der Galaxie zu zeigen. Er könnte mir aber auch Ressourcen für meine Reise bereitstellen. Die Wahl liegt bei mir. Nach Abkürzung zum Zentrum fragen. Nö, wir fragen nach dem Weg. Eine Atlasschnitte, er hofft, dass ich das finde, wonach ich suche. Kann ich nochmal mit ihm reden? Nö. Oh. Nö, das war's. Nochmal kann ich mit ihm reden. Kann ich mit dir? Spezialist. Freunde findet man überall, man muss nur wissen, wo man sucht. Freunde in allen Formen, in allen Größen, in allen Umgebungen. Da gebe ich dir recht. Der Geek wischt seine mit Öl beschmutzten Hände an seinem Anzug ab, während er mit mir spricht. Er stellt sich als Spezialist Polo vor, ein Flüchtiger der Geek. Er hat den Handel, die Units und jegliche Materialien im Besitztümer hinter sich gelassen, um mit einem Roboterpriester außerhalb von Raum und Zeit in einer Anomalie zu leben. Im Großen und Ganzen wirkt er wie ein heiterer Geek. Er interessiert sich für meine Reise und welche fühlenden Spezies ich getroffen habe. Er scheint nicht mehr viel herumzukommen. Ja, fragen wir doch einfach mal. Daten übertragen, genau. Der ist in die Daten vertieft, Abweichen, die er schon kennt, grummelt er bei neuen Jupiter. Ah, okay. Dann klatscht er wie wild und überreicht mir einen Bauplan. Er behauptet, dass uns jetzt eine glorreiche Freundschaft verbindet. Das ist ja nett. Neues Produktrezept gelernt. Atlasfass, sehr gut. Vielen wichtigen Spitzen der Galaxieseiten. Ja, das finde ich ja gut. Das heißt, wir können jetzt gewisse Dinge. Hallo, was geht denn jetzt hier? Was ist das denn? Was ist das? Aspekt von Wachibär. 13 Plätze. Vergleichen. Das ist schlechter als meine Waffe. Na gut, dann behalte ich meins. Ach, der ist. Ah, alles klar, ich verstehe. Wo komme ich hier hin? Was ist mit dir los? Simulationsterminal. Nutzer identifiziert, Terminal jetzt aktiv, Datenprotokoll zur Analyse freigegeben. Die Maschine ist uralt und mächtig ein Relikt einer Welt, die vor langer Zeit zerstört wurde. Okay. Also hier können wir nichts machen. Na gut, gehen wir weiter. Öffnet sich dann die Tür hier auch, wenn ich davor stehe? Nö, die öffnet sich nicht. Die öffnet sich. Mit ihm kann ich nicht nochmal reden. Haben wir uns jetzt entschieden, sozusagen. So, na gut, dann machen wir hier weiter. Ihr habt gesehen, wo ich hier hingekommen bin. Und ich verfolge jetzt mal hier die Hauptmission. Also ich fliege mal ein Stück weiter, dann sieht man, was ich überhaupt entdeckt habe. Mal kurz drehen. Hier, diese Kugel. Die haben wir entdeckt. So, ich fliege jetzt hier mal weiter, weil hier ist noch unentdeckter Planet.
Und ich brauche ja sowas wie Iridium und sowas. Da gibt es Iridium, sehr gut. Dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal hier hin. Das dauert einen kleinen Moment. Also Iridium brauchen wir ja. Wir haben ja noch einige Upgrades, die wir noch nicht machen konnten, weil uns halt Iridium fehlt. Und dementsprechend bietet sich das jetzt hier an, sowas zu finden. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die Ruine hier gleich haben. Weil so viel aufblinken, das tut mir nicht so gut. Komme ich nur durcheinander. So, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ach, es ist einfach nur dunkel. So, Stunden später. Ich bin sehr gespannt, wie diese Welt hier ist. Also hier war ich ja jetzt noch nicht. Und wir sollen ja auch noch ein bisschen was machen. Unser Wissenschaftler will ja immer noch, dass wir Kreaturen analysieren bzw. scannen. Da kann man das gleich miteinander verbinden. Mittlerweile kann ich hier gucken, wo ich hier irgendwo Iridium finde. Ich glaube, das sind diese grünen Stellen hier. Und da nur in größerer Ausführung. Da, 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 da. Muss man da mal in Ruhe gucken. Am besten natürlich mit meinem Auto, was ich nicht dabei habe. So. Oh, das wird nichts. Bin ich zu weit geflogen? Ach, hier ist es doch. So, dann gucken wir uns mal hier um. So, wollen wir mal gucken hier. So, radioaktiver Zerfall, Wächter sind minimal, Flora nicht häufig, Fauna spärlich. Alles klar, also heißt es, hier gibt es nicht viel. Da ist Iridium, das sehe ich. Okay, da ist viel Plutonium, das ist auch gut. Dann gehen wir erstmal hier hin zur Ruine. Ziel erreicht. Also hier gibt es viel Eisen. Das ist doch schon mal viel wert. Da gibt es wieder diese hässlichen Pflanzen. Okay, Zink, Plutonium. Viel Plutonium, aber noch kein Tamrium gefunden. Na gut. Bist du denn? Ah, du bist Kohlenstoff, das ist gut. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Ich würde sagen, ich fange hier drüben an. Ja, das Radioaktive ist nicht ganz ohne. So, wollen wir mal gucken. Weichen haben wir gelernt. So, da steht auch noch einer. Dann ist hier drüben keiner. Doch, hier ist doch einer. Wusste ich doch. Entität gelernt, okay. Orbital gelernt. Also wenn ich mich hier drunter stelle, verbessert sich der. Nö, hier verbessert sich gar nichts. Na gut. Gehen wir mal hier hoch. Gucken, was hier oben auf mich erwartet. Oder wartet. Da, 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 da. Was ist das? Wie komme ich darüber?
So, das hat ja relativ gut geklappt. Ist hier noch irgendwas? Nö, ist nur hier der Wissensstein. Ich bin sehr gespannt. Ruinen von Dethandi. Die seltsame Steinmarkierung teilt die Weisheit der Korvax-Echos mit jenen, die es wünschen. Der Dialekt ist mir unbekannt, doch irgendwie kann ich der Geschichte jener folgen, die hier einst gebetet haben. Ja, dann bitten wir mal um Hilfe bei der Sprache. Ah, okay. Wir haben das Wort Experiment gelernt. Warum denn auch nicht? Ich glaube, da vorne ist Iridium. So. Ich glaube, ich habe das Iridium gefunden. Habe ich überhaupt Platz? Ja, sieht gut aus. So, sieht gut aus. Ich würde sagen, ich nehme mein Schiff dafür. Ganz viel Zink ist hier auch. Und flieg mal langsam. Weil ich glaube, das da unten, was so sehr stark grün leuchtet, das ist Iridium. Und hier waren Vögel. Ich glaube, das ist Iridium hier. Und das ist ja das, was wir brauchten. Ah ne, ist Emeril. Super. Oh, das Falsche. Hier waren da irgendwo Viecher. Neue Spezies. Fische am Himmel. So. Brauche ich Emeril. Ich nehme es einfach erstmal mit. Verkaufen kann man es immer noch. Gut, noch einmal. Okay. Erstmal einen schönen Grater hinterlassen. So, jetzt gucken wir mal gleich bei den anderen. Das ist auch Emeril. Das leuchtet da drüben so rot. Weil wir brauchen ja Iridium. Das ist auch Emeril. Da muss ich gleich mal gucken, was das überhaupt kann. Mal gucken, was hier so rot leuchtet. Eisen. Das Terminlaser, den haben wir noch nicht. Das ist hier irgendeine Dingsgeschichte. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Vier Emeril haben wir jetzt nicht gesammelt. Okay. Weil hier hat man noch. Wir können den Atlaspass bauen. Dann produzieren wir den gleich mal. So. Hier hat man Technologie. Wir brauchen Aluminium und Nickel. Ja, beides habe ich gerade nicht. Dann war das hier hinten beim Exo-Fahrzeug. Ja, es ist mir klar, dass das zu weit weg ist. Iridium? Ach ne, hier brauchte ich Amadium. Ich brauche kein Iridium. Na gut, dann fliegen wir ein bisschen über die Gegend hier. Mal ein bisschen Eisen mitnehmen. Guck mal, was der Planet hier noch zu bieten hat. Eisen ist immer wichtig. So. Dann kann man nämlich gleich mal Hyperantrieb nicht.
das hier Impulsantrieb wieder auffüllen. So, da haben wir das auch. Also brauchen wir Aluminium. Na gut. Da ist ein Fragezeichen, dann würde ich sagen, fliege ich mal dahin. Gucken, was wir da entdecken. Scheint eine alte Station zu sein. Ja. Schrott ist immer gut. Weil das ist ja unsere Heimatgalaxie, in der wir uns zu Hause fühlen. Jetzt will ich auch mal gucken, wie viele Viecher es hier gibt. Am Ende gibt es ja nur eins. Ne, 8 Spezien gibt es hier. Okay. Aber die habe ich ja jetzt schon. Eine andere sehe ich nicht. Na gut, ich gehe mal kurz hier hoch. Was bist du? Du bist auch Eisen. Ne, Eisen brauche ich gerade mal nicht. Da sind Wächter. Da hinten sind Viecher. Ah. Hier brauche ich wieder einen Minenlaser. Hier gibt es Kohlenstoff, sehr gut. Was gibt es hier sonst noch? Zink. Zink. Ah, hier, Tamrium, sehr gut. Das nehmen wir mit. Und die roten Dinger kann ich noch mit Minenlaser bauen. Okay. Das kann ich alles bauen. Und hier fehlt mir dynamischer Resonator und die galvanische Zelle. Okay. Und den Resonator kann ich glaube noch nicht produzieren. Wenn ich den überhaupt jemals hätte bauen können. Guck ich mal. Das geht erstmal hier wieder hin. Titan haben wir auch. Also, Objekte. Nein, ich will es nicht übertragen. Also. Ne, das können wir noch nicht. Galvanische Zellen, dafür brauchen wir aber die Kürbisknollen. Aber das wusstet ihr ja schon. So, na gut. Das sieht schon ein bisschen scary aus. So, was wollte ich denn jetzt? Habe ich schon vergessen. Na, gehe ich zu meinem Schiff zurück. Wenn ihr gar nicht mit mir redet. Ja, habe ich entdeckt, ich weiß. Bin ich doof? Nee, bin ich nicht. Ein Reisemeilenstein. Wandersmann, nur da. So, dann fliegt man hier gleich mal weiter. Wie? Nicht genug. Oh, muss ich wieder nachfüllen. Habe ich denn überhaupt noch Plutonium? Das war's. Alles klar, dann geht man das mal rüber und das mal rüber.
das jetzt mal hier hoch. Okay. Also wir brauchen unbedingt Plutonium. Sehe ich irgendwas? Das war Iridium, das brauchen wir nicht. Das ist nix. Da ist ein neues Fragezeichen. Was bist du denn? Ich muss mal kurz gucken, was das hier ist. Kann man ja alles sammeln. Steht noch nicht da. Iridium. Iridium ist also rot. Bringt ja alles Kohle. So, Wächter sind aber da. Gut. Ich würde sagen, das reicht erstmal an Iridium. Gucken wir, ob wir hier noch irgendwo Plutonium finden. Na, kann mal laufen. 1 Minute 40, was ist das denn? Ist da nix? Da ist Plutonium. Ist aber ganz schön weit. Auch noch mit dem extra Fahrzeug. Also ich glaube, ich muss hier definitiv wiederkommen, weil ich glaube, das lohnt sich hier mit unserem extra Fahrzeug. Aber dafür brauchen wir noch ein neues Depot. So, haben wir gleich wieder Plutonium. Können wir gleich rüber tun. Ich weiß, wir brauchen noch ein paar mehr. Na, verfolgst du mich? Hast du nichts zu tun? Oh, hier steht ein Wissensstein. Und wieder so eine hässliche Pflanze. Gleich mal hier wegmachen. Das Ding lebt, bewegt sich. Yay, wir haben das Wort für Vergangenheit gelernt. Zack. Zack. Ah, da sind wir schon. Das ist eine Flagge. Ich dachte schon, das ist ein Vieh. Hier ist auch irgendwie eine abgestürzte Kapsel. Mal gucken, ob wir da, ob die uns hilft, ob wir was kriegen. Bin hier gepoint. Brauchst du Eisen, Iridium, Kohlenstoff? So, so viel habe ich da. So, gibt's aber nicht viel. Im Grunde gar nichts.
Kann man ein bisschen Eisen mitnehmen. Dann kann man nämlich gleich mal diese Kapsel da ausprobieren. Dann müssen wir sie mal schnell nachfüllen. So. Nein. Das ist wieder nichts. Okay. Gucken wir mal. Holen wir unser Schiff her. Ja, da ist ja alles drin. Das sollte eigentlich jetzt reichen. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Ja. Na nicht. Das braucht doch keiner. Ach, ich glaube, ich muss nochmal da hoch. Da ist noch was. Plutonium. Da oben ist eine Kiste. Ich bin sehr gespannt. Schiffe! Hier könnten wir unseren Atlas benutzen. Suspensionsflüssigkeit. Und die kann ja nie schaden. Okay, und hier oben ist irgendwo noch eine Kiste. Schildplatte. Ah, hier. So. So. So, sehr fein. Nee, da sehe ich nichts. Hier sind echt wenig Tiere. Hier ist wieder Kohlenstoff, das brauchen wir. Das ist Eisen. Brauchen wir nicht. Ja, ich hab's verstanden. Gefahrenschutz, Schildplatte. Das geht hier rüber. Ach, ich behalte den. Das finde ich natürlich eine schöne Geschichte, wenn ich den nur einmal bauen muss. Ich dachte, ich muss den jetzt mehr bauen. Dann tun wir den vielleicht mal hier hinten in die Fracht rein. Exo-Anzug, Hochleistungsinventar. Genau. Da tun wir dich rein. Da verliere ich dich nicht. So. Die brauche ich ja jetzt aktuell nicht. Das kommt rüber. Iridium kommt auch rüber. Okay. Das sieht doch ganz vernünftig aus. So, wir brauchen wieder Plutonium. Platin braucht sich nicht. Ach hier, ich stehe daneben. So, sehr fein. Das habe ich doch schon entdeckt. Nervt doch nicht. Das habe ich doch schon entdeckt. Na, hier ist auch gleich noch ein bisschen Zink. Nehmen wir auch noch mit. So, und da ist das nächste Fragezeichen. Legen wir auch gleich mal hin. Mir scheint es auch ein bisschen mehr zu geben. Sehr gut.
aber nicht wirklich was für mich. So. Gucken wir mal, was wir hier noch finden. Guthabentransfer ist immer gut. Schild auf Maximum. Nein, jetzt. Jo. War zumindest ein bisschen was dabei. Mein Ansehen hat sich verbessert, das finde ich gut. Hier ist Platin, das nehmen wir auch noch mit. Und daneben ist Plutonium, das ist auch gut. Das lassen wir nicht hier alleine stehen. So. Ach, das ist Eisen, okay. Ja, brauchen wir nicht zwangsläufig, aber wir nehmen es mal mit. So, da ist mein Schiff. So, unten ist Tamrium, das brauche ich gerade nicht. So. Können wir gleich noch was hier rüber schieben. Kohlenstoff bald mal hier. Plutonium geht rüber. Zink geht auch rüber. Platin kann eigentlich auch mit rüber gehen. So. Das haben wir. Station können wir ja auch noch. Zack. Gleich wieder ein bisschen Geld. Planeten auch gleich. Ja, das ist das nächste Fragezeichen. Wieder ein Relikt. Plutonium. Das finde ich gut. Sehr fein. So, ich werde denn hier erstmal einen Speicherpunkt bauen. Beziehungsweise ein Signalbooster, damit ich hier zurückfinde. Ich glaube, hier drüben ist nochmal Iridium. War nicht Iridium, sondern Emerit heißt es so. Aber ja, tot gelernt. Alles klar. Ich glaube, das ist Emerit, genau. Weil dann komme ich nämlich das nächste Mal wieder. Und dann können wir hier den Planeten weiter, also nicht den, sondern wir gucken uns einfach mal das ganze System hier an, in der Galaxie, wo ich gerade bin, weil wir haben ja noch ein paar Planeten und vielleicht findet man da auch die notwendigen Ressourcen, die wir für die fürs Exo-Fahrzeug brauchen. So, mal gucken, was jetzt hier passiert. Bin sehr gespannt. Träume. Vergangenheit, Inje tot. Nur ein bisschen was können wir jetzt schon lesen. Ich sehe eine seltsame Vision. Blaues Licht dringt aus dem Monolithen, als wäre in seinem Innern ein Vorhang gefallen. Ich höre ein sanftes Gebrabbel von Stimme und spüre einen vertrauten Geruch. Ich sehne mich nach einer Vergangenheit, an die ich mich nicht erinnere. Jeder Zoll meiner Seele möchte den Sprung zurück machen. Ich blicke in den Himmel und die Unendlichkeit dahinter. Kann ich wirklich meine Reise aufgeben, obwohl sie gerade erst begonnen hat? Ich versuche der Widerstehung.
zu erhaschen, bevor ich mich abwende. Die Geister, die hier leben, bewohnen meine Entscheidung. Ich erhalte eine Belohnung. Ja, ich will ja nicht in die Vergangenheit. Aber es wird scheinbar belohnt. Okay. So, genau. Also hier, ich denke, das ist ein ganz guter Punkt. Oh, ein Tier. Komm hier. Noch eins, sehr schön. So, dann bauen wir nämlich hier mal den. Das noch nicht, das kann ich noch nicht bauen, das will ich später haben. Aber wir brauchen etwas, damit wir hier wieder zurückfinden. Einmal aktiviert, bieten Signale in dauerhaften Navigationspunkte, um wiederholte Besuche an bestimmten Orten zu erleichtern. Genau, das wollen wir bauen. Galvanische Zelle und Karatplatte. Das heißt, wir brauchen diese komischen Knollen und Eisen. Damit wir hier immer wieder hinkommen. So, wo ist hier eine Höhle? Ich brauche eine Höhle. Gibt es hier drinnen eine Höhle? So, wir haben ja auch eine Taschenlampe. Das ist, ja. Eine ganze Menge. Aber hier finde ich nicht die Knollen. Ne. Kann ich so aushöhlen, aber nicht das, was ich suche. So, jetzt muss ich noch irgendwie wieder hier rauskommen. Ach, hier geht's raus. Hallo, ich brauche eine Knolle. So, Taschenlampe da aus. Also Eisen habe ich hier en masse, aber die Knollen finde ich nicht. Das heißt, ich brauche eine Höhle, wo ich hier eine Knolle habe. Ich laufe mal darüber. So, Eisen. Das hätte jetzt auch eine Pflanze sein können. Ach, war es sogar. Da war Metall drin. So. Hier ist auch noch ein Wissensstein. Nur Eisen. Aber hier gibt es Knollen, sehr gut. Wir brauchen ja 50, damit wir die galvanische Zelle bauen können. Ja, der Wächter stört mich mal nicht. Du hast selber was zu tun, geh weg. Hier ist auch nicht. Hier ist auch. Ja, schon wieder leer. So, Minenlaser. Und gleich mal einen Energiekanister. Merke, wir brauchen wieder Kohlendioxid, also dieses Kohlenstoff. So. Haben wir jetzt genug für die galvanische Zelle? Ich glaube ja. So, dann können wir es mal schnell bauen. Nein, haben definitiv zu wenig. Wir brauchen ja 50. Och, Menno. Das heißt, ich brauche noch eine Höhle. Dann sehe ich gar keine. Aber hier sind auch noch Höhlen. So wie es ausschaut. Und ganz viel Plutonium. Nehmen wir gleich mal mit. So, also auf jeden Fall eine Knolle habe ich hier. Zack. So, nochmal 10, brauchen wir immer noch welche. So, und hier komme ich nicht rein.
Heißt, ich muss irgendwie da reinkommen. Zack, 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 zack. Ah, hier könnte ich Glück haben. Ja, ha. Habe ich doch verstanden. So, also hier lohnt sich auf jeden Fall, eine Station für die Exo-Fahrzeuge zu machen. Ah, dafür brauchen die erstmal den Minenlaser. So. Ich würde sagen, jetzt sollten wir eigentlich genug haben. 70, ja, wir haben definitiv genug, aber Eisen brauchen wir noch. Nehmen wir noch ein bisschen Plutonium mit. Immer wenn es ums Ende geht. So. Naja. Und dann baue ich nämlich hier oben mal das Ding auf. Ach, schon das Falsche. Zack. Und schon haben wir es gebaut. Genau, er hat sich alles rausgenommen. Sehr gut. Ah, ist voll. Na gut. Okay, dann speichern wir hier. Ich sag erstmal bis zur nächsten Folge, wenn wir hier unser Universum und die Galaxie weiter erforschen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ich bringe derweil mal ein bisschen was zur Station, verkaufe ein bisschen was. Und dann sehen wir uns auf dem nächsten Planet wieder. Bis dahin, macht's gut.